Und damit einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Oder sollte ich besser sagen, guten Tag? Oder doch besser guten Abend? I don't know. Ja, Crazy is back mit einem neuen Video im Gepäck. This is fucking awesome. Ja, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich bin natürlich euer Crazy Memphis und das hier ist wie immer euer allzeit beliebter Leonidas. Yay! Ja. Oh my God! Wir befinden uns noch in dem großen Archiv, beziehungsweise bin ich hier nochmal kurz rübergelaufen, weil ich noch eine Sache definitiv machen möchte, die ich ja total verballert habe mal wieder, aber ihr kennt es ja von mir. Richtig. Und ja, deswegen bin ich nochmal im großen Archiv und im letzten Part sind wir durch das große Archiv ein bisschen gestreift, sind auch bis komplett zum Ende gekommen. Das heißt, im Prinzip bleibt uns dann auch nur noch der Bossfight. Ich habe im letzten Part auch gesagt, dass wir uns den auf jeden Fall nochmal ansehen werden. Ich denke auch, das werden wir diesen Part auch machen. Ob ich den schon gleich schaffen werde, möchte ich wirklich anzweifeln, weil das ist auch einer der derbsten Bosse überhaupt. Und ja, aber wir werden es auf jeden Fall diesen Part noch anchecken. Und wie gesagt, falls wir es halt nicht schaffen oder falls ich es nicht schaffe, bei dem Boss weiterzukommen, werde ich auf jeden Fall dann erstmal zu einer optionalen Area gehen, weil die haben wir ja auch noch für uns offen. That's right! Und ja, deswegen machen wir dann eventuell da weiter. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Die Dicken sind natürlich wieder da. Da muss ich hin. Here we go. Ja. So, das habe ich nämlich letztens noch gesagt, dass ich eigentlich nur die Dicken platt machen wollte und dann gleich dahin wollte. Aber irgendwie habe ich es total verpeilt. Naja. Ach scheiße, war das jetzt... Jetzt muss ich selbst nochmal gucken, wie ich da hinkomme. Wait a minute. Ach, das ist ja unten bei denen, ne? Ups. Sorry, my bad. Ah, ganz vergessen, die Scheiße. Ja. Hey, Buddies. So, wir wollen dann erstmal hier rein. Jawohl. Zack. Ab in den Vogelkäfig hier. Here we go. Hier haben wir nämlich noch ein paar nette Items. Göttliche Säulen des Lichts. Nochmal ein Zauber. Sehr schön. So, dann geht's hier hinaus, ne? Yep. Jetzt muss ich selbst nochmal ein bisschen gucken. Oh! Genau deswegen. Die kleine dumme Mistmade. So, jetzt holen wir uns noch das Item da hinten. Razi, fazi. Gesegneter Edelstein. Here we go. Und jetzt wird es ein bisschen kritisch. Jetzt muss ich nämlich dafür sorgen, dass ich auch direkt auf ihn drauf falle. Oder halt kurz davor falle, wie auch immer. Warten wir nochmal, bis er schießt. Here we go. Ah, geh auch runter. Dumme Mistsau. Fuck you. Genau. Genau so. So, hier war jetzt weiter nichts mehr versteckt. Das weiß ich noch. Jetzt können wir aber auf jeden Fall hier noch die Leiter runter. Juhu! Tada! Und jetzt haben wir hier noch zwei schöne Kisten. Sind beide auch echt. Funkeltitanit. Sehr gut. Wobei, davon habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht eine benutzt, weil wegen ich nicht eine Waffe benutze, die Funkeltitanit braucht. Richtig. Ja, und dann haben wir hier einmal noch göttlichen Segen gehabt, nicht wahr? Das ist auch schon mal sehr schön. In puncto geheime Wände, I don't know. I don't know. Ah, genau, jetzt kommen wir hier wieder raus. Richtig. Das war eigentlich auch schon das, was ich machen wollte. Okay. Okay, cool. Haben wir das? Könnten wir uns eigentlich doch nochmal ein bisschen umgucken, weil wie gesagt, ich glaube, ich habe so ein, zwei Stellen noch vergessen. Goddamn right. Wo ich halt noch nachgucken wollte. Ach, und eine fällt mir gerade wieder ein, die noch bei den Dicken ist, verdammt. But whatever, wir werden jetzt erstmal hier runter. Wobei halt, ich möchte das ein bisschen gediegener machen, deswegen gehen wir hier runter. Au. Erstmal kurz hier gucken. Ja, weil hier ist noch ein Item. Sehr gut.
Cola-Edelstein. Mhm. Und hier kommen wir wieder aufs Dach. Okay. Ah, da liegt doch noch was. Hehehe. Dachte ich mir doch. Oh, hey, Buddy. Titanitbrocken. Hä, wer bist... Wait a minute. Darunter am besten nicht springen, das ist klar, aber... Wo führt denn der Weg hin? Ich würde sagen, das kontrollieren wir gleich nochmal. Jetzt machen wir erstmal kurz diese Seite hier. Mal kurz doppelhändig. Zum Aufbuffen. Let's do this. Whoop! Whoop! Okay. Oh! Mist! Sau! Lass das! Ich hasse das! Das tut doch nicht Not! Jetzt haben wir nur noch... Ausdauer! Ich sehe den Gegner nicht! Alright, gut. Fuck off! Yeah! So schaut das doch aus. Gut. Gut. Haben wir. Aber ich frage mich, was diese komischen Viecher hier zu suchen haben, weil ich sag mal, bewachen tun sie nichts. Also jedenfalls nicht wirklich was. Aber ich sag mal, hier liegt jetzt kein Item. Es ist, glaube ich, hier auch keine Geheimtür in der Nähe. Oh, cool, Est ist wiederbekommen. Sehr gut. Und ja, deswegen weiß ich nicht genau, was diese Viecher hier zu tun haben. Oder zu suchen haben. What the fuck ever. Schauen uns nochmal ein bisschen um. Geht da die Schräge runter? Ja, da komme ich gar nicht drauf. Okay. Das sieht aus wie der Tod. Wie der Tod. Liegt da unten noch ein Item? Unten links da, neben der Küche, neben diesem Turm da? Sieht so aus, ne? Wüsste ich aber jetzt nicht, wie ich da hinkommen sollte. Okay, jetzt werden wir mal gucken, ob wir unseren schönen Ritter hier niedermachen können. Da trinke ich aber nochmal ein. Besser ist es. Dann nehmen wir natürlich wieder unsere schöne Machete. Ich glaube, das ist der Weg, der hier zurückführt. Ne? Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr genau wie. So, du bleibst schön da. Okay, ich gucke mich um. Durch meine Machete sehe ich nichts. Wunderbar. Oh, oh. Kann ich hier kämpfen? Ja, gut, okay. Oh. Ja, 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 ja. Komm. Komm, Buddy, komm. Ach, das ist der Weg. Okay, ja, I know, I know. No, 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 no. Tschüss. Was trinken. So. Sag mal, warum kommst du nicht mit deiner normalen Attacke jetzt? Weißt du selber nicht, ne? Good night, bitch. Eigentlich wollte ich, dass er hier seine Combo macht. Aber irgendwie hat er sie nicht gemacht. Okay, cool. Doch noch easy geschafft. Okay. Ja, genau. Das ist nämlich jetzt der Weg wieder zu der Brücke, wo eigentlich die Zauberin stand, ne? Yep. Genau. Genau. Alright. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Jetzt wollte ich nochmal irgendwie zu den Dicken. Damit ich da nochmal eine kleine Area kontrollieren kann. Jetzt muss ich selbst nochmal überlegen. Schauen wir mal. So. Oh, hey, Buddies. Oh. Nice. Gut, genau. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Jetzt werde ich nochmal ganz kurz den Fahrstuhl betätigen. Mich nochmal kurz ans Leuchtfeuer setzen, damit hier auch alles wieder voll ist. Nicht wahr? Und dann gehen wir nochmal kurz zu den Dicken, weil ich da, ja, wie gesagt, eine kleine Area nochmal kontrollieren wollte, ob da was rumliegt. Bin mir da nämlich nicht gerade sicher. Oder gerade nicht sicher, so.
Deutschkurs for the win, ja? So, und wenn wir das haben, ja, dann geht's wahrscheinlich auch schon zum Bossfight. Jedenfalls mal angucken, damit ihr mal seht, womit ich gleich wieder voll fett zu strugglen habe. Okay. Schauen wir mal. So, jetzt wieder hier hoch. Schwupp. Und dieser Platz da, hier, der da, das Dach, da möchte ich gerne drauf. Uop. Genau, hier. So, jetzt war ich nämlich hier nicht sicher, ob hier noch was rumliegt. Weil ich meine, warum ist hier so eine große... Ahaha, you know what I mean. Ästescherbe, die letzte, meine lieben Freunde. Wir haben alle Ästescherben in einem Durchgang gefunden und alle Knochensplitter. Natürlich sagt ihr jetzt, ja, aber Crazy Memphis, du hast ja eh schon mit deinem Cyrus durchgespielt, deswegen wusstest du das ja. What? Ja, Leute, weiß ich, beziehungsweise ich wusste... Oder ich sag mal so, ich weiß bei dem Spiel noch nicht von jedem Item, wo was liegt. Aber ich hab's auf jeden Fall gefunden. Haha, nice. Okay, das war's auch schon. Das heißt, wir hauen hier jetzt wieder rein und werden jetzt erstmal schön uns den Bossfight angucken. Oh my god. So, let's do this. Okay. Aber wisst ihr was, ich werde jetzt nochmal bis zu dem Fahrstuhl und so vorspulen, weil ich möchte ja von der Drachentöterrüstung aus dann zu dem Bossfight gehen, weil das jetzt halt die Abkürzung ist, die wir im letzten Part geöffnet haben. Und infolgedessen, da wir ja diese ganzen Wege hier schon kennen, werde ich jetzt kurz vorspulen und wir sehen uns dann ja kurz vor dem Bossfight wieder. Also, bis gleich, meine lieben Freunde! Vom Feinsten. Gut, meine lieben Freunde. Ja, ich war doch nochmal ganz kurz am Feuerbandschrein, hab mir nochmal die Essensscherbe gegönnt. Wie ihr seht, jetzt habe ich 15 Essensflakons und ja, jetzt würde ich sagen, let's do this straight to the fucking boss. Und ja, gut, ich habe jetzt 11.000 Seelen, aber ganz ehrlich gesagt, 11.000 Seelen sind jetzt in dem, in der Weite, wo wir sind, schon wirklich nicht mehr viel. Das heißt, wenn ich die jetzt verliere, ist es für mich nicht allzu schlimm. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir nehmen dieses rein. Here we go. Jetzt muss ich selbst nochmal überlegen, wie das war, wie der Bossfight für mich am leichtesten war. Ich glaube, erste Phase mit kleiner Waffe, zweite Phase mit großer Waffe, wa? Ah, whatever. Wir werden sehen. Richtig. Oh, ich bin tierisch nervös, meine lieben Freunde. Tierisch nervös. Ich muss nur kurz einen Screenshot machen, meine lieben Freunde. Kleinen Moment, wir stellen uns hier hin. So. Oh, wunderbar. Meine Batterien sind bald alle. Super. Screenshot erledigt, vom Feinsten. Ja, Leute, bevor meine Batterien ausgehen und bevor ich jetzt in den Bossraum einfach reinlaufe, werde ich natürlich mal ganz kurz die Batterien wechseln und ja, wir sehen uns hier gleich wieder und bis gleich. Okay, so. Ah, haben wir das auch erledigt. Nochmal kurz Headset richten. So. Ah, okay, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen und ja, let's fucking do this. Ich bin etwas nervös. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one.
Purloiner of Cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Nun, dann werden wir ein wenig ruhen. Das Gefährliche bei dem Boss ist, ihr werdet es sehen. Woo, woo, er teleportiert sich auf die übelste Weise. Oh, ich sehe nichts. Was? Wie hat er mich getroffen? Du dumme Mistmade. No, no. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wann ich einen trinken kann. Jetzt, zu spät. Nee, doch nicht. Oh, Schild. Oh. Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Ich wollte nicht treten! Sag mal, bist du irre? Oh yeah! Ich wollte doch nicht treten! Gotta be joking! Oh. Okay. Oh. Schild. Gut. Schild. Gut. Oh. Das Problem ist, Blocken ist eigentlich scheiße, weil man muss seinen Schlägen ausweichen, damit man selbst noch zuschlagen kann. Au! Ah, nicht getroffen, okay. No. No. Und man muss tatkräftig mit seiner Ausdauer spielen, ihr seht es. That's right! Ah, okay. Okay. Easy. Okay. Ah, oh, ich wollte doch weg. Ich darf jetzt auch noch nicht so viel Energie verbrauchen, weil, wie gesagt, es gibt bei jedem Boss noch eine zweite Phase. Komm, komm, steh auf. Oh, oh. Ah. Oh. Fuck. Es ist nicht einfach. No. Okay. Wenn er die Kombo macht, ist es easy. Der Rest ist immer so ein bisschen... Oh, schwieriger. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Glück. Lucky time. Holy shit. Okay. No. Okay. Okay, erste Phase geschafft. Easy sogar, easy. Oh mein Gott, Leute. Aber jetzt wird's richtig krass. Oh, dear brother. I'm on my way. Puh. My brother. Unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would. For that is our curse. Okay, meine lieben Freunde, jetzt haltet euch fest, schnallt euch an, gebt die Tickets ab, denn die Fahrt geht. Los. Okay. All right, let's do this. So, das erste, was man machen muss, ist jetzt erstmal komplett wegspringen. Spring, 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 spring. Gucken. Oh, was? Er macht sie gleich nochmal, die Attacke? No. Weg, 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 weg. Oh mein Gott, das ist unfair. No, no, ich sehe ihn nicht mehr. Okay, trink ein. No, no, er greift sofort nach der Attacke an. No! Du dumme kleine Mistmade. Das hast du doch sonst nie gemacht.
Okay, ich würde sagen, das war wirklich ein Fail. Dabei hat die erste Runde so gut geklappt. Also, ganz ehrlich, die erste Runde habe ich, glaube ich, noch nie, in dem ganzen Spiel noch nie so gut hinbekommen. That's right! So wie jetzt. Aber die zweite Phase, da habe ich ja gar keine Chance gehabt. Das Problem war jetzt, die zweite Phase, ihr habt es gesehen, sein komischer zweiter Kollege da, der was ist denn jetzt los? Feueralarm? Oh, Tatsache. Ja, auf jeden Fall, der Kollege, der dann ja seinen komischen Scheiß-Zauber da wirkt, diese komischen kleinen Viecher, die dann auf einen draufkommen, das macht er normalerweise nur einmal. So, er hat es bei mir aber diesmal zweimal hintereinander gemacht, deswegen war es ziemlich mies und ich konnte halt dadurch nicht weg mich oder mich beziehungsweise nicht richtig heilen. Und ja, das war ziemlich mies gerade von ihm. Wir werden das jetzt nochmal probieren. Ich glaube, das Zeug hier brauchen wir nicht, weil ich bin der Meinung, standardphysischen Schaden haben wir schon wirklich sehr gut gemacht. Und ja, jetzt wollen wir gleich nochmal schauen. Ich muss ja gleich nochmal eine Glut einwerfen. Besser ist das. Alright, let's do this. Ah, das ist aber echt so schrecklich, Leute. So, jetzt will ich nochmal was kontrollieren, ob man hier eventuell, man weiß es nicht, hier auch noch einen NPC rufen kann. Ich weiß, dass man eigentlich hier noch einen rufen könnte, wenn man natürlich die Questline verfolgt hat. Was ich wahrscheinlich nicht getan habe. ja, gut, okay, meine lieben Freunde, dann machen wir jetzt nochmal eine Runde. Und, ja, let's do this. Alright. Ich stehe neben dir, aber okay. Das haben sie immer noch ein bisschen scheiße gemacht, dass wenn man neben dem Gegner steht, man trotzdem berührt werden kann. No. Ach, fuck. Oh, fuck. Und seitlich. Yeah. Motherfucker. Ah, ich habe doch B gedrückt. No. Seht ihr, so ihm mache ich schon wirklich gut Schaden. Und das mit dem kleinen Schwertchen, was ich hier habe. Ne? Ah, fuck, Fehler. Hat er zweimal zugeschlagen, der Hund. No, no. No. Oh, keine Ausdauer. Das ist fies. Das war gemein, ey. Das hätte ich ihm noch schön geben können. No, no. No. Oh, keine Ausdauer. Ups. Warte, jetzt warte ich erstmal, bis die Ausdauer voll ist. So. Easy. Ja, ja, haben wir schon gesehen. So, jetzt geht der ganze Scheiß wieder los. Ah, er trifft mich, of course. Oh, er trifft mich wieder. No. Please, no. No. Diesmal nicht so schnell, mein Freund. Ah. Oh, Ausdauer, 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 Mann. Ah! Oh! Ach, nö. Nö, 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 nö. Oh, ihn habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber lucky time. Ah, ihr seht es, Alter. Ausdauer ist hier on point, Alter. On point. Ah, okay, ich darf nur noch einen Schlag machen. Nein, no, 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 no. Ich bin doch rechtzeitig weggesprungen. What the fuck ever. I don't think so. Gut, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Und das heißt, wenn wir den jetzt nicht schaffen, werden wir erstmal in eine optionale Area gehen
und da noch ein wenig aufräumen. Infolgedessen, meine lieben Freunde, praise the sun, let's do this again! Seht ihr, jetzt hat er zweimal zugeschlagen. Oh! Oh, oh, jetzt ist er auf mir gespawnt. Das war unfair. Eins. Okay, ein Schlag. Eins. Wieder nur ein Schlag. Oh, du willst mich doch verarschen jetzt. Oh, das war unfair. Oh. Oh. Okay. Problem ist auch, man muss ja auch sein Zeitfenster zum Heilen finden. Und das ist halt auch das Schwierige, wenn man halt die ganze Zeit hier nur on point ist. God damn. Ja, zwei. Seht ihr? Da brauche ich nur einen Schlag, bitte. Eins, zwei und ein Schlag für mich. Und wieder weg. Zwei. Oh, jetzt macht er drei Schläge. Okay. What the fuck ever. Ja, da hätte ich wieder zuschlagen können, aber ich habe es nicht gemacht. Ah, du dumme Mistmade. Hey, 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 hey. Das ist auch immer unfair, wenn man ihn dann aus dem Anvisieren verliert. Das ist richtig räudig, ey. Ah, wieder zweimal. Warum schlage ich zweimal? Why? Warum bin ich so dumm? Ah, ich hab B gedrückt. Seht ihr, ein Schlag reicht doch vollkommen und dann einfach ausweichen. Warum mache ich es mir immer so schwer? Hier kann man zwei. Und dann wieder weg. Und wieder weg. So. Ein Schlag, weg. Okay. Hey, 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 wo ist er jetzt schon wieder hin? Ah, du dumme Mistmade. Oh, ne, ne. Das ist schon wieder unfair. Ich dachte, ich kriege ihn noch mit dem Schlag, aber no. Ah. Komm her. Feierabend. Erste Runde zumindest. Ja, die erste Runde geht, ne? Aber der Rest ist dann wieder für den Arsch. Ein Schlag. Weg. Oh my goodness! Ah, Gott sei Dank konnte ich das noch retten. Okay. Komm mal raus aus der Ecke, du Penner. Das geht doch nicht. So läuft das nicht. So nicht, mein Freund. Jetzt kriegst du erstmal Backenfutter. So. No. Oh Gott, zum Glück war das Schild oben. Trink mal ein. No! Was? Ja, aber, das ist schon wieder unfair von dir! Scheiß Lottrick-Wichser! Sorry für meine vulgäre Ausdrucksweise. Aber irgendwann ist auch mal Zappenduster. No! No! Wow, wow, wow. Alright. Noch ein? No! Noch ein! Nein, 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 nein. Oh, ich hasse die Dinger. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie und sie hassen mich. Au, au. Nein! Ich dachte, er macht einen anderen Schlag. But whatever. No. Aber dann macht er auch noch den dabei. Jetzt habe ich nicht genug Ausdauer. Trink ein, hopp. Oh, ne. Ne. Ne.
Hä, wo ist er hin? Da. Ich habe noch 9 Estes, Leute. Das ist sehr, sehr scheiße eigentlich. Oh, nee. Oh. Ich hasse diese Phase. Oh, ja, 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 ja. Hey, analysieren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hä? Was? Nein! Oh mein Gott, böser Fehler. Ich hab B gedrückt. But whatever, ich hab wieder B gedrückt. Ah! Oh nein, diesmal habe ich es nicht geschafft auszuweichen. No, wieder der Fehler. Warum bin ich so greedy? Why? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ganz, ganz böser Fehler. Oh, danke. Danke, dass du nicht angegriffen hast, bitte. Das ist sehr, sehr, sehr liebenswürdig von dir. Okay, weiter geht's. Nö, der greift gleich an. Was bist du denn für einer? Ich dachte, du musst dich erstmal aufrappeln. Ah, danke, dass du jetzt die Dings wegnimmst. Das Anvisieren. Sehr nett. Oh, keine Ausdauer. Scheiße. Oh, nicht getroffen? Gotta be joking. Okay, wir probieren es jetzt hier mit. No! Böser Fehler. Was machst du jetzt? Ich muss mich heilen. Zu spät. Oh, Glück. Lucky time. Danke dir. Oh, oh. Got it. We got this, motherfucker. We got this. We got it. Woohoo. Woohoo. We got this, motherfucker! Ja! Alle guten Dinge sind 3, meine lieben Freunde. Das könnt ihr euch alle merken. Woo! Okay. God damn! Holy shit! Was für ein scheiß Fight, Leute. Und ihr wisst gar nicht. Ich meine, ihr kennt es vom Zocken. Wenn man wirklich eine harte Stelle bei irgendeinem Spiel hat, man fängt wirklich sehr schnell an zu schwitzen, ja? Aber den See, den ich hier gerade verschwitzt habe, ja? Das möchtet ihr nicht sehen. Pfui, bleibe. Holy shit. Goddamn. Woo! Okay, meine lieben Freunde, dann werde ich jetzt hier diesen Part beenden. Ich hoffe, er hat euch wieder ein wenig gefallen. Und ja, es wäre schön, wenn ihr wieder im nächsten Part auch wieder dabei seid. Ihr seid auf jeden Fall die Besten. Und ja, danke, dass ihr hier am Start gewesen seid. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Runde. Dark Souls 3. So sieht es aus. Ich bin wieder raus.